Okay, bald ist Wahl und wer die Briefwahl beantragt hat, der hat inzwischen schon Post bekommen, beziehungsweise kann sich die Unterlagen am Rathaus abholen und könnte sie auch dort direkt ausfüllen. Dann hat man es gleich hinter sich, wenn man großer Schlampe ist, weil man kriegt das alles nur einmal. Wenn man das bekommen hat, das sind quasi zwei Sets. Team Gelb ist für die Oberbürgermeisterwahl und alle restlichen Zettel, also einmal naja, Grau, Blau, Rot und Weiß, ist für die Landtagswahl. Hier hat man eine Stimme und hier hat man eine Stimme. Und wie das Ganze jetzt ineinander verpackt wird, geht ganz easy. Ihr habt also eure Wahl getroffen, für wen ihr euch entscheidet bei dieser Wahl. Habt dazu ja Möglichkeiten, über YouTube und Instagram, Facebook euch Videos anzuschauen von den Kandidaten. Gerne auch über den Mein-Backnang-Kanal. Auf den YouTube-Videos sind auch jeweils Links zu den Podiumsdiskussionen und beim How-to-Wahlen auch zu den Zusammenfassungen für die Landtagswahl. Dann kreuzt ihr hier jeweils, also eins an. Den ihr auswählt, einmal kreuzen. Genau das gleiche bei dem Oberbürgermeister. Da, welchen Kandidat, Kandidatin ihr eure Stimme geben wollt, da macht ihr ein Kreuz. Und dann wird das Ganze einmal in den Oberbürgermeister-Briefwahlschlag und einmal hier in den Stimmzettelumschlag gepackt. So, fast geschafft. Jetzt ist hier die vergebene Stimme im Kuvert. Das ist natürlich zugeklebt. Das steht auch nochmal alles hinten drauf. Und jetzt habt ihr noch diesen Stimmzettel hier, wo ihr nochmal ankreuzt, dass das von euch persönlich, beziehungsweise falls ihr selber nicht dürft, von eurer Hilfsperson ausgefüllt wurde mit entsprechender Unterschrift. Und jetzt wird das zusammengefaltet und kommt zusammen mit dem Umschlag in diesen Umschlag. Und dann ist es auch schon fertig. Genau das gleiche bei der Landtagswahl. Hier ist die Stimme drin verpackt und zugeklebt. Dann wird hier noch ausgefüllt, angekreuzt bzw. unterschrieben und kommt dann die beiden Sachen in diesen roten Umschlag. Und die beiden Umschläge könnt ihr entweder direkt zum Rathaus tragen und dort in den Briefkasten werfen oder ihr schmeißt sie in den Postkasten. Das müsst ihr bis spätestens 14.03.18 Uhr muss das eingegangen sein. Also ihr könntet es, wenn ihr es am Rathaus einwerft, natürlich bis dahin spätestens machen. Wenn ihr es per Post schickt, am besten so früh wie möglich, dass eure Stimme auch gezählt wird. Also macht keinen Scheiß mit eurem Kreuz.